Hallo und herzlich willkommen zu unserem Experteninterview anlässlich der HFD Summer School 2019. Ich sitze hier mit Xenia Waleska Jeremias von der TH Wildau. Xenia, beschreib uns kurz, was du da machst und in welchem Gebiet du zugeordnet bist. Ja, ich arbeite dort im Qualitätspack-Lehre-Projekt. In einem Teil für die Mathematikunterstützung bin ich da zuständig und im anderen Teil habe ich unseren E-Assessment-Service mit aufgebaut und betreue darüber Lehrende, E-Prüfungen, bin für Konzepte verantwortlich für die Weiterentwicklung des Ganzen. Okay, du hast gerade schon das Stichwort für unser Interview genannt. Du hast nämlich gerade einen Workshop gehalten und da geht es um die Praxis der Lehr- und Prüfungsdidaktik. Genau. Und vor allem des Zusammenführens von Lehre und Prüfung. Und als ich deinen Workshop-Abstract gelesen habe, da fallen so Worte wie Constructive Alignment und Lernzieltaxonomien. Und ich habe das Gefühl, also so Lernzieltaxonomien als Begriff, das kennt man inzwischen auch außerhalb der Hochschuldidaktik. Aber Constructive Alignment ist vielleicht einigen Kolleginnen und Kollegen noch nicht so bekannt als Begriff. Kannst du kurz beschreiben, was das ist? Natürlich. Constructive Alignment ist ein Konzept, was davon ausgeht, dass Lernziele, Lehr-Lernmethoden und Prüfungsformen einander bedingen und gut aufeinander abgestimmt werden sollen, um eine vernünftige Lehre zu machen. Okay, ich denke direkt an mein Fach, die Statistik, und da gibt es nach wie vor viele Lehrveranstaltungen, in denen man in der Lehrveranstaltung zum Beispiel mit Software arbeitet, Dinge mit Software rechnet und so weiter. In der Prüfung aber geht es dann doch wieder mit Papier, Bleistift und bestenfalls Taschenrechner zur Sache. Das ist genau das, was du nicht willst. Ne? Genau, genau. Warum ist denn das immer noch so? Ich denke, es gibt nach wie vor viele strukturelle Hürden. E-Prüfung, also man müsste ja die Prüfung am Rechner durchführen, wenn man tatsächlich die Software nutzen möchte. Das muss in der Rahmenordnung verankert sein, das muss in den Prüfungsordnungen verankert sein, damit nachher juristisch da nichts schiefgehen kann. Es müssen die Räume verfügbar sein, es muss die entsprechende Software drauf sein, es muss abgesichert sein, dass man in der Prüfung dann nicht irgendwie nochmal zu Wikipedia schauen kann, etc. Da gibt es viele strukturelle Herausforderungen, die man erstmal lösen muss. Ja. Und dann gibt es natürlich auch, also muss man als Lehrender natürlich auch eine gewisse Neugier, Kreativität und Innovationsfreude mitbringen, dann zu sagen, okay, ich setze das in der Prüfung einfach mal ein, ich probiere es mal. Wir haben inzwischen gerade auch im Bereich Mathe-Statistik einige Lehrende, die Excel zum Beispiel in ihren Prüfungen mit einsetzen. Das ist dann so abgesichert, dass man in unsere Prüfungssoftware kommt und zu Excel. Mehr geht nicht. Wenn man was anderes möchte, ist die Prüfung vorbei. Und die Studierenden sind darüber eigentlich auch sehr glücklich. Okay. Weil sie mit realistischen Daten und einer realistischen Arbeitsumgebung in der Prüfung hantieren können. Okay, und du kannst ja hinterher dann tatsächlich mehr oder weniger garantieren, dass das, was in der Lehrveranstaltung gelernt worden ist, zumindest der Software-Teil, muss auch in der Prüfung reproduziert werden. Ja, genau. Okay. Heißt also, es gibt zum einen die strukturellen Schwierigkeiten, die sollten die Hochschulen beheben. Dafür brauchen wir Serviceeinheiten, die eben sowas machen. Aber es gibt auch offenbar dann noch so gewisse Hemmnisse bei den Lehrenden. Wie verkaufst du das denn einem Lehrenden, der jetzt sagt, Frau Jeremias, ich weiß nicht so, ich habe jetzt mal gehört, man kann auch Softwareprüfungen machen, aber weiß ich nicht. Habt ihr da einen Pitch, wo ihr sagt, das ist der Grund, warum man das machen sollte? Also ein ganz wichtiger Grund sind natürlich diese neuen Möglichkeiten, die E-Prüfungen eröffnen, die eben erst durch den Einsatz von Software möglich werden, was die ganze Prüfung eben auch nachher näher an die Berufsrealität rückt, näher an das, was nachher tatsächlich gebraucht wird. Kein Mensch muss nachher theoretisch sagen können, welches Menü man in Excel aufklicken muss, um Befehl XY zu finden. Man muss nachher wissen, wo man ihn findet oder wie man sich behilft, wenn man es nicht weiß. Okay. Und das kann man halt in solchen Prüfungen nachstellen. Das allerbeste Argument sind aber letztendlich die Studierenden selber. Okay. Also wir haben Studierende, die zu ihren Lehrenden gehen und sagen, wir haben in dem anderen Fach eine E-Prüfung gemacht, können wir das bei Ihnen auch? Okay. Da sind wir auch sehr froh drüber, dass das inzwischen passiert. Das wäre dann aber ja eigentlich auch nochmal eine Frage für so eine Lehrveranstaltungsevaluation. Die klassischen, die ich so kenne, die fragen ja immer nur die Lehrveranstaltung selber ab. Das heißt, jetzt mit diesem Fokus aufs Prüfen und das Constructive Alignment, Lehre und Prüfung, irgendwie zu homogenisieren und auf dieselben Ziele auszurichten,
müssten wir eigentlich auch das abfragen und die Studie auch dann tatsächlich mal sagen lassen, wie finden wir denn eigentlich diese neuen Prüfungsformate? Ja, wir haben E-Prüfungen bei uns an der Hochschule auch evaluiert für ein paar Semester. Wir gesagt haben, außer in Ausnahmefällen können die Studierenden ja eigentlich nichts daran ändern, was der Lehrende entscheidet. Ja. Normalerweise steht es entweder in der Modulbeschreibung oder der Lehrende sagt, so möchte ich das. Und die Studis müssen da durch. Daraufhin haben wir das dann evaluiert. Einen kleinen Fragebogen am Abschluss von jeder E-Prüfung. Da sind durchaus interessante Ergebnisse rausgekommen, aber die Mehrheit der Studierenden steht dem eindeutig positiv gegenüber. Oder sehr differenziert, dass viele Antworten waren, das hängt halt vom Prüfungsfach, von der Situation ab, von den Fragen. Mhm. Wir gesagt haben, ja, definitiv. Mhm. Das Prüfungsfach ist natürlich so eine gute Frage. Also ich höre gerade von Kollegen so aus den Buchwissenschaften, aus den Geisteswissenschaften und auch teilweise aus den Sozialwissenschaften, dass die sagen, naja, diese ganzen elektronischen Prüfungen, ich sehe den Vorteil eigentlich nicht. Und ich habe das Gefühl, dass man mit Multiple-Choice-Aufgaben oder so, dass ich dann nicht wirklich das abprüfe, was ich meinen Studis beibringen möchte. Wie geht ihr denn damit um? Das ist teilweise so ein bisschen so ein Irrglaube, dass E-Assessments gleich Multiple-Choice ist. Mhm. Mhm. Wir haben eine Vielzahl von möglichen Fragetypen in unserer Software. Durch den Einsatz von externer Software vervielfältigt sich das ja noch um ein weiteres. Mhm. E-Prüfungen sind nicht nur Multiple-Choice. Und selbst wenn es Multiple-Choice ist, kann ich auch die ziemlich gut gestalten, dass es nicht nur die Abfrage von Faktenwissen ist. Okay. Und letztendlich haben auch Lehrende, die ihre Freitextfragen 1:1 von der Papierprüfung in die elektronische Prüfung übertragen haben, gesagt, das hat echt einen riesen Vorteil. Man kann die Handschrift lesen nachher. Es ist vom Korrekturaufwand wesentlich einfacher, es ist strukturiert, es ist lesbar, obwohl die Fragen 1:1 die gleichen sind. Okay. Das ist auch ein großer Vorteil übrigens, den die Studierenden bei unserer Evaluation gesehen haben. Die sind das nicht mehr gewöhnt, eine längere Zeit mit der Hand zu schreiben. Die tippen. Okay. Oder wischen. Man kommt den Studis also eigentlich sogar in ihrem täglichen Leben entgegen. Definitiv. Weil natürlich man schreibt seltener mit der Hand, man schreibt mehr mit den Tasten. Genau, Das greift man ab. Und das fällt ihnen wesentlich leichter, eben das Ganze auf dem Computer zu schreiben. Selbst wenn die Aufgaben 1:1 die gleichen sind. Okay, spannend. Wir sind ja im Hochschulforum Digitalisierung und da steckt natürlich das Wort Digitalisierung ganz prominent drin. Und wenn man sich so jetzt mit Lehrenden auseinandersetzt, dann hat man immer das Gefühl, ja, Digitalisierung ist gleichzeitig so Fluch und Segen. Jetzt hast du schon so ein bisschen über Flüche und auch über den Segen des digitalen Prüfens gesprochen. Wo siehst du denn beim digitalen Prüfen die größte Chance, wenn es um genau dieses Alignment von Lehre und Prüfung geht? Was kann das digitale Prüfen da besser als das analoge Prüfen? Wir bewegen uns ja in einer insgesamt immer digitaler werdenden Welt, auch in einer insgesamt immer digitaler werdenden Arbeitswelt. Mhm. Das ist ja das, wo unsere Absolventen irgendwann landen werden. Das heißt, die Lehre kommt nicht mehr ohne den Einsatz von Software aus. Und dann muss das im Sinne des Constructive Alignments halt auch Teil der Prüfung sein. Mhm. Das heißt nicht unbedingt, dass man alles in Multiple Choice machen muss. Mhm. Das heißt auch definitiv nicht, dass man jede Prüfung als E-Assessment machen muss. Also Präsentationskompetenz werde ich nicht mit einem E-Assessment abprüfen, konnte ich aber auch noch nie mit einer Klausur abprüfen. aber der Einsatz von digitalen Medien, die halt einfach insgesamt sehr viel selbstverständlicher wird in den nächsten Jahren, den halt in den Prüfungen als ganz selbstverständlichen Bestandteil mit drin zu haben, das denke ich, ist ein Riesenvorteil. Okay. Wenn du über Selbstverständlichkeiten sprichst, dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, es gibt Kollegen von mir und Kolleginnen, die sagen, die Prüfung, so wie wir sie heute haben, als formative Abschlussprüfung, die hat sich eigentlich jetzt schon komplett überholt. Wir brauchen da ganz andere Konzepte. Andere Kollegen, wenn die das hören, denen rollen sich die Fußnägel auf und die sagen, Moment mal, also das Prüfen, so wie wir das jetzt machen, die Studis werden alle in einen Raum gesteckt und müssen da Prüfungsfragen beantworten, die werden irgendwie bewertet. Das ist schon genau das richtige Konzept. Wie siehst du das denn? Also prüfen wir, sagen wir mal 2030, so in ungefähr 10 Jahren, prüfen wir da noch Horden von Studierenden an Einzeltischen in großen Räumen oder wird das ganz anders aussehen?
Ich hoffe eigentlich, dass es differenzierter aussehen wird. Also ich glaube, in bestimmten Lehrveranstaltungen kann es durchaus auch in 10 Jahren noch so aussehen, ohne dass ich das jetzt groß problematisch finden würde. In anderen Bereichen haben wir sicherlich auch nochmal ganz andere Möglichkeiten und ganz andere gute Ideen, gute Konzepte, was man da machen kann. Meine Hoffnung ist eigentlich ein bisschen, dass man dazu kommt, dass man sich wesentlich mehr Gedanken darüber macht, was eben auch im Sinne des Constructive Alignments, welche Prüfungsform in welchem Fach angemessen ist und das dann entsprechend differenziert darauf abstimmt. Mhm. Und dann wäre meine nächste Hoffnung noch, dass man sich dann auch noch Gedanken über die Qualität der Prüfungsfragen macht. Also nicht bloß über die Prüfungsform, über die wir ja bislang gesprochen haben, sondern auch über das, was steckt denn dann in der Prüfung drin. Mhm. Das ist sicherlich auch nichts, was durch die Digitalisierung jetzt erst als neuer Gedanke aufkommt. Bei Papierprüfungen ist es bislang nur so gewesen, es ist eigentlich niemandem aufgefallen, wenn die Prüfung nicht wirklich gut war. Okay. Weil der Prof die Prüfung sieht, der sie stellt, und sonst eigentlich keiner. Und durch diese ganze Digitalisierung kommt eine größere Transparenz rein. Ein E-Assessment Service sieht jetzt auf einmal noch die ganzen Fragen und stellt fest, die sind seit 5 Jahren nicht ein einziges Mal geändert worden. Oder. Gibt es viele Varianten, viele Beispiele für. Ich glaube nicht, dass das neu ist, aber jetzt fällt es auf. Und wenn wir dieses noch dafür nutzen könnten, eben die Qualität der Prüfungen, der Prüfungsfragen hochzubringen, dann wäre es mir eigentlich völlig egal, wie wir in 30 Jahren prüfen, in welcher Form, in großen Horden in einem Raum oder jeder mit einem Tablet irgendwo draußen. Das finde ich dann eigentlich eine untergeordnete Frage. Okay. Heißt also, die Digitalisierung hilft uns nicht nur, endlich mal das Lehren zu reformieren mit diesem Vehikel der Digitalisierung, sondern Hochschuldidaktik im digitalen Zeitalter bedeutet auch, besser prüfen, bessere Prüfungsfragen zu erstellen, mehr Transparenz in Prüfungen zu schaffen. Das finde ich ist ein sehr schönes Schlusswort. Xenia, ich danke dir, dass du Zeit für uns hattest. Ich danke den Zuschauerinnen und Zuschauern fürs Zuschauen. Wenn Sie Interesse an Prüfungen im Hochschulkontext haben, dann finden Sie auf den Webseiten des Hochschulforums Digitalisierung eine Reihe von Publikationen, die sich auch mit dem Prüfen und vor allem digitalen Prüfungen befassen. Schauen Sie da mal rein. Wir würden uns freuen und damit danken wir Ihnen fürs Zuschauen.